Hauck und Aufhäuser hat die Einstufung für Dialog-Semikontakter auf Kaufen mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Apple, also Dialogs wohl wichtigster Kunde, dürfte im zweiten Halbjahr für starkes Wachstum bei dem TechDAX-Unternehmen sorgen. Dialog-Semikontakter liegt heute mit 4% im Plus. Das schauen wir uns natürlich auch mal etwas genauer an, liebe Zuschauer. Heute 4% im Plus. Kann man momentan natürlich nicht mehr halten. Wir sehen nämlich heute hier, wir sind schon wieder nach unten abgefallen. Momentan 22,31 Euro. Das Plus hat sich verringert auf 1,4%. Aber trotzdem muss man sagen, man hat hier schon mal die Marke von den 22,80 Euro angerissen. Also wir sehen hier schon im Prinzip in den letzten zwei Tagen einen Aufwärtstrend. Wichtiger ist natürlich, ob dieser Aufwärtstrend tatsächlich auch die letzten Höhenflüge oder den letzten Höhenflügen standhalten kann. Sie sehen, die Performance, die liegt schön sauber über dem langfristigen Trend, also hier über der gelben 200-Tage-Linie. Und diese zeigt auch weiterhin Richtung Norden, also positive Signale. Man hatte hier im Juli mit der Marke über den 26 Euro sich sehr, sehr viel Platz zum langfristigen Trend gelassen. Das kann immer ein Indikator dafür sein, dass es demnächst mal wieder Kursrücksetzer gibt. Denn Sie wissen ja, liebe Zuschauer, the trend is your friend. Also zu viel Abstand tut da auch nicht gut. Zu starke Höhenflüge. Allerdings muss man sagen, na ja, hier die wichtige Unterstützung der 21 Euro, die hält auch weiterhin. Das heißt, momentan muss man sagen, ist man hier bei Dialog sehr gut aufgestellt. Auf Jahressicht gesehen, wann fing im Prinzip dieses extrem positive oder dieser extrem positive Verlauf an? Im Februar diesen Jahres konnte man hier ordentliche Kurszuwächse sehen, das Jahreshoch mit 26,29 Euro. Davor war man in einer Seitwärtsbewegung, aber auch hier eine Seitwärtsbewegung, die sich weiterhin in Kauflaune, möchte man fast sagen, verhält. Also wir sind auch hier über der 200-Tage-Linie. Wichtig, wenn Sie hier investiert sind bei Dialog mit Kontakter, dann schauen Sie bitte nach unten hin. Sichern Sie sich ab mit den 21 Euro nach unten. Nach oben gilt es jetzt zumindest, den nächsten Widerstand aus dem Juli wieder zurückzuerobern. Der liegt hier bei 24 Euro. Zum Schluss noch ein ganz schneller Blick auf Dialog in den letzten drei Jahren. Sie sehen es hier im Jahr 2013, da hat man sich dann mit einem Kaufsignal über die 200-Tage-Linie gehoben. Davor, naja, da war es ein klein wenig holprig. Das heißt, man hat sich hier, Bullen und Bären, konnte man sich hier nicht so genau einigen, sodass tatsächlich 2013 nochmal ein Tief in der Nähe der 8-Euro-Marke aufgezeigt wurde. Aber seit diesem Tief und seit dieser Kaufsignalstärke, die wir hier gesehen haben, eben bis zum Jahreshoch von 26,29 Euro, sieht es weiterhin positiv aus. Liebe Zuschauer, lassen Sie uns doch nochmal einen Blick auf den DAX werfen. Ich hoffe, da gab es jetzt mittlerweile nicht allzu viele Abverkäufe. Ja, die gab es aber doch. Minus 0,3% aktuell der Zählerstand. Nur noch, muss man sagen, bei 9.630 Zähler. Und da muss man sagen, damit liegen wir natürlich deutlich auch unter dem Einstiegskurs. Also muss